Ja, hallo von Andreas Fallbracht von prachtvoll.de. Wir sind heute im Hubschrauber über Hamburg auf einem kleinen Rundflug. Ich erläutere so ein bisschen, was wir sehen. Wir fliegen jetzt vom Flughafen nach Süden, sehen das Eppendorfer Moor, diese grüne Fläche. Und unten ist Groß Borstel. Im Hintergrund ist die City Nord zu sehen mit den vielen Hochhäusern. Sind jetzt schon Hohe Luft Ost. Unten Falkenried, hinten die Außenalster und die bekannten Grindelhochhäuser, die unter Denkmal stehen. Wirklich fantastische Architektur. Ja, die Grindelallee geht weiter runter zum Reddison-Hochhaus. Und wir fliegen jetzt an der Universität vorbei. Hier das rote Hochhaus mit dem Neubau unten. Klimarechenzentrum. Die Fruchtallee geht hier über in die Schröder-Stift-Straße. Wir sehen den Schanzenpark. Natürlich den Heinrich-Hertz-Turm und mit dem Wasserturm, der auch zum Hotel umgebaut ist. Den Schlachthof sehen wir, dahinter die Messe. Und hier vorne gleich, das geht ganz zügig alles, das Schanzenviertel mit dem Schulterblatt. Dann im Hintergrund oder in der Bildmitte der Flakbunker, der derzeit aufgebaut wird. Dahinter das oder rechts daneben das Heiligen Geistfeld. Unten die Rindermarkthalle, dann natürlich das Mellantor-Hochhaus. Und jetzt sind wir schon über St. Pauli, das Telekom-Haus. Ja, hier können wir die Reeperbahn erkennen. Jetzt geht es weiter Richtung Hafen. Im Hintergrund Dom und Voss mit der Frederik im Schwimmdock 11. Und unten sehen wir dann den Fischmarkt. Dem Anleger für die Hardak. Rechts sehen wir die Hanse Arctic Nature, das Expeditionsschiff. Im Hintergrund die Elbbrücken ganz oben am Horizont, Elbphilharmonie, die Landungsbrücken, die Fischauktionshalle hier unten, die langlängliche Halle. Die große Elbstraße. Da findet ja jeden Sonntag der Fischmarkt statt. Dann geht es jetzt weiter die Elbe abwärts. Wir sehen hier das Containerterminal, toller Ort. Die Hamburger Kläranlage mit den Faultürmen, die Klärbecken gut zu erkennen. Dann der Kühlbrand mit der Kühlbrandbrücke im Hintergrund. Dann die Autobahn A7 mit dem Elbtunnel, der dort im Untergrund verschwindet. Hier das Containerterminal Burchardkai. Dahinter das Containerterminal Eurogate. Dann dahinter das Stahlwerk und das Aluminiumwerk. Dann sehen wir hinten rechts den Kühlfleet oder Dradenau. Davor das dunkle Gebiet, das ist das Stahlwerk. Genau, zwei Schiffe von Hamburg Süd. Dann haben wir jetzt hier wieder vom Burchardkai der Parkhafen. Der Parkhafen und hinten Eurogate. Unten das Bubendeyufer und oben das Gewässer ist der Kühlfleet mit dem Kutterhafen. Dann Oil Tanking, das Ölterminal und das schöne Finkenwerder. Da kann man auch sehr schön sehen, wie das alte Land so in das Finkenwerder hineinreicht. Der Kühlfleet, dann der Anleger Finkenwerder, wo die Linie 62, die man auch unten sieht, anlegt. Ja, hier das Gelände der ehemaligen deutschen Werft, wo jetzt die Zulieferer für Airbus stationiert sind. Dann der Rüschkanal und dahinter Airbus Auslieferungslager genau auf der Bildmitte. Da werden die A320er den Kunden übergeben. Die Start- und Landebahn von Airbus und natürlich das Gelände von Airbus. Man kann auch sehen, wie viele Flugzeuge da stehen. Also so viel habe ich da noch nie stehen sehen. Alles meistens A320 Neos. Wenig A380. Die Fabrikationshallen. Das Gelände wurde ja vor einigen Jahren erweitert,
aufgeschüttet. Da wurde auch ein gehöriger Teil des Mühlenberger Lochs zugeschüttet. Das ist hauptsächlich der Teil jetzt hier in der Bildmitte. Das Mühlenberger Loch ist ja ein Süßwasserbad. Und hinten rechts, kann man gleich nochmal sehen, sieht man die Süderelbe, die alte Süderelbe, die damals den Lauf hatte, nicht über den Kühlbrand, sondern hier durchs Mühlenberger Loch Richtung, ja, beziehungsweise von da oben kam. Hier sehen wir die ganzen Neuflugzeuge. Schöner Blick, ein Baggerschiff, ein Saugbagger, oben links und das Mühlenberger Loch. Hier ist nochmal die Start- und Landebahn von der anderen Seite und das Airbus-Auslieferungslager mit dem Tower und die neue Umgehungsstraße, beziehungsweise früher war das ja so, dass die Flugzeuge über die Straße drüber fuhren. Da gab es einen Bahnübergang für Flugzeuge. Hier unten jetzt die Süderelbe, Finkenwerder von Süden aus gesehen, mit dem wunderschönen alten Land. Es ist wirklich unglaublich schön, da spazieren zu gehen, besonders bei der Apfelblüte jetzt. Dann hier unten die Schlick-Entgiftungsanlage, in der Bildmitte wieder der Kühlfleet, dann das Stahlwerk in der Bildmitte, das dunkle, dann das Aluminiumwerk hier vorne, diese langen Gebäude. Rechts sind dann die Logistikflächen, hier die Vollhöfner Weiden, die ja auch in Diskussion stehen, weil die eventuell ja genutzt werden sollen, also das Gebiet, um das Logistikzentrum zu erweitern. Da gibt es natürlich viele Freunde der Natur, die sagen, nee, nee, lass mal. Unten Morwerder und jetzt kommen wir zur A7 in Richtung, also wir gucken die A7 in Richtung Norden und schauen jetzt schon auf das CTA Container Terminal Altenwerder in der Bildmitte. Ja, jetzt machen wir einen Sprung wieder in die Innenstadt rein. Links sehen wir das Heiligengeistfeld, geradeaus in der Bildmitte der Michel, unten die Cap San Diego. Die Stage Theater, das gelbe Zelt mit König der Löwen und Pretty Woman rechts daneben. Und dann der Baumwall mit der U3, die neue Hochwasserschutzanlage, die Kehrwiederspitze und natürlich die Elbphilharmonie. Die sieht aus der Luft immer ein bisschen anders aus, weil man ja in den Fenstern dann meistens die Elbe sich spiegeln sieht. Da zum Beispiel. Sieht echt toll aus, finde ich. Dann Teil der Hafen City, der Strandkai, der Kaiserkai, hier die Speicherstadt, die man schön erkennen kann. Dann der Zollkanal in der Mitte, das Mahnmal St. Nikolai. Daran geht vorbei die Ost-West-Straße, jetzt heißt die Willy-Brandt-Allee und Ludwig-Erd-Straße. Ja, und das ist dann die City von Hamburg. Und das grüne Hochhaus ist das von von Homburg Süd. Dann hier sehen wir noch die Spitze unten der St. Katharinen Hauptkirche. Jetzt sehen wir schön die Achse entlang zum Michel und hinten dann zum den tanzenden Türmen. Heiligengeistfeld kann man gut erkennen. Jetzt das Rathaus mit den ganzen Innenstadtfleten. Das Rathaus, dahinter die Handelskammer. Der Rathausplatz, dann die Alster-Arkaden unten rechts mit der kleinen Alster, der Turm, der braune Turm ist die alte Post, große Bleichen, das Innenstadtgebiet zum Einkaufen, hier der Alster-Fleet kann man jetzt sehr schön reinschauen, der Richtung Hafen geht, wieder oben bzw. links auch das Bauloch, wo früher Allianz-Hochhaus war. Ist jetzt Baustelle, kommt was Neues hin mit dem Nikolai-Mahnmal, rechts der Michel, in der Mitte die Altstadt, meine ich, und nicht die Neustadt ist glaube ich links. Ja, jetzt der Blick in den Reiherstieg, geradeaus oben, der geht ja 8 Kilometer bis nach Harburg
Ganz links ist Südwestterminal mit dem Hansahafen. Oben links in der Bildmitte dann mit dem Kühlzentrum. Und hier, das kennt jeder, die St. Michaelis Hauptkirche. Rechts ist Grunau und Jahr. Die ziehen auch um. In dem grauen Gebäude hier, in den Strukturen. Wo ziehen die nochmal hin? Richtung Hannoverscher Bahnhof. Hier nochmal sehr schön zu sehen die Struktur der Speicherstadt mit den Fleten, der Zollkanal, unten der Binnenhafen, wo die paar Kassen liegen. Ganz unten ist der City Sportboothafen, Kehrwiederspitze und dann natürlich die großen Baustelle Strandkai, direkt über der Elbphilharmonie und dahinter Chicago Kai. Das sind ja die letzten großen Baustellen im angestammten Teil bzw. im älteren Teil der Hafen City. Hier der Blick in den Sandtorhafen und nochmal die kühne Struktur der Elbphilharmonie. Hier sehen wir jetzt unten die Binnenalster, darüber die Außenalster, die Binnenalster mit der Fontäne, verbindet die Lombardbrücke, die beiden Seiten und dahinter die Kennedybrücke. Die Lombardbrücke wird im Moment teils saniert. Dann unten sehen wir den Jungfernstieg mit den Alsterdampfern, die während der Corona-Krise auch nicht fahren, leider. Dann links das Radisson-Hochhaus, dann der Dammtor-Bahnhof, also hier links wieder Jungfernstieg, Entschuldigung für den Schnitt. Dann sehen wir die Bahnlinie, auch mit dem ICE, der da sich gerade so lang schlängelt. Unten das, die amerikanische Botschaft, dann das neue Hotel Fontenay, der Rundebau, Rotenburgs, nicht Rotenburgs Ort, sondern Rotenbaum. Hier die Tennisanlagen von Rotenbaum, der Rundebau dort, das ist der Center Court. Hinten sehen wir die Grindel-Hochhäuser, diesmal von der anderen Seite. Dann hier Rotenbaumchaussee, Mittelweg, Pöseldorf, hier die Kirche, kennt man nicht mehr genau, wie die heißt. Für mal geht es jetzt Richtung Eppendorf. Jetzt sind wir schon in Eppendorf. Geradeaus unten ist der Eppendorfer Baum, die U3, Kellinghusenbad, ist ganz unten, ist ein bisschen aus dem Blick. Dann im Hintergrund der weiße Turm mit dem blauen Stüpsel oben drauf ist das Universitätsklinikum Eppendorf. Dann kommt Eppendorf. Genau. Dann die Tapenbergstraße, ist egal. Dann Nedderfeld, kennt jeder, Autos kaufen, Mediamarkt, der Nedderfeld. Ist die Meile zum Einkaufen rechts vom Nedderfeld, von der Bahnlinie das Neubauviertel und der Schrebergarten oder die Schrebergarten, dann kommt Großborstel wieder, das gleiche zurück, ist auch ein sehr, sehr grüner Stadtteil und jetzt kommt schon der Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel mit seiner Start- und Landebahn Richtung Westen in den Blick. Und wir gehen wieder in den Landeanflug auf den Flughafen. Hier sehen wir Lufthansa Technik. Die bauen immer die Jumbo-Jets für die Scheichs um, unter anderem. Und dann sehen wir auch ganz viele Maschinen, die geparkt sind im Moment. Da unten. Die sind nicht kaputt. Die warten einfach, dass sie wieder in die Luft können. Ja, und dann kommt auch gleich, das ist der Tower hier unten, ist auch noch Lufthansa-Technik. Das ist der Triebwerksprüfplatz da, glaube ich. Der Tower, schön gelb. Und dann sehen wir hier die Shuttle-Halle. Die soll mal in Betrieb kommen, wenn die den Flughafen umbauen. Und da sind auch ganz viele Bilder von mir zu sehen dann. Ja, ein kurzer Blick auf den Hamburger Flughafen.
Und das war's auch schon. Ich bedanke mich herzlich fürs Mitfliegen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.